Hallo ihr lieben Leute da draußen auf YouTube. Ich heiße euch herzlich willkommen. Weiter geht's mit Alan Wake 2. Ich habe die Karte mal gefunden für die U-Bahn-Schächte hier. Die war genau neben dem Speicherraum. Ich sag ja, blind. Augen auf, dann sieht man auch was. So, wir haben jetzt zuletzt den Ort hier wieder etwas verändert. Inklusive, warte mal, der war nicht so weit. Bin ich ein bisschen zu weit gelaufen, inklusive Tatort etc. Ja, guck mal, da bin ich doch wirklich ein Stück zu weit vor. Zurück. Meine ich. Ja gut, ich habe ja gespeichert gerade nochmal auch auf Nummer sicher. Sicher ist sicher. Wollte ich nicht mal alles doppelt und dreifach machen, nicht wahr? So, der war überflutet vorher, der Ort. Was jetzt wohl passiert, wenn wir jetzt wieder Licht einschalten? Warte mal, nehmen wir mit. Ersaufen war wahrscheinlich. Jo. Nicht ersaufen, aber stehen im Wasser, meine ich. So hoch war es dann noch nicht. Jo. Weiter geht's. Ziemlich düster. Auf jeden Fall. Der Ort des Wortes treibt hier. Oh, der Kult des Wortes, meine ich. Nicht der Ort des Wortes. Treibt hier sein Unwesen. Mordet. Beziehungsweise führt auch hier in dieser Dimension, sage ich jetzt mal, einfach Ritualmorde durch. Ja, Kult des Wortes, Kult des Baumes ist ja, schätze ich mal, ziemlich das gleiche. Nur mit einer anderen Bezeichnung. Ich denke mal, also beide werden wohl so die gleichen Absichten haben, vermute ich mal. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass die Tür zu ist. Ist da wieder Tim Breaker? Warte mal. Wieder Tim Breaker oder der Hausmeister wieder? Schauen wir mal nach. Karte sieht folgendermaßen aus. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall habe ich scheinbar hier nichts übersehen. Hoffe ich zumindest. Alan. Ich bin Tim Breaker. Falls Sie sich nicht mehr erinnern. Ich weiß, Tim. Jetzt erinnere ich mich wieder. Schön zu hören. Wie läuft die Suche nach Mr. Dorr? Nicht gut. Der Traum, in dem wir uns befinden, legt mir viele Steine in den Weg. Sie glauben, das ist ein Traum? Ich schließe es nicht aus. Meine Träume waren schon immer sehr lebhaft. Sie fühlen sich real an. Bis ich aufwache. In den Träumen bin ich oft jemand anderes. Eine andere Person mit einem anderen Namen, einem anderen Leben, in einer anderen Welt. Okay, könnt ihr das? Alternative Realitäten. Aber bestimmte Dinge bleiben gleich. Dort zum Beispiel. Das erklärt auf jeden Fall schon mal, warum er das so, ja, gut wegsteckt, was er hier erlebt. Der Mann auf Ihrer Skizze sieht aus wie Dor, der Talkshow-Host. Ich weiß nur, dass Dor etwas damit zu tun hat, was mit mir passiert. Und er weiß, dass ich das weiß. Er ist ein sadistisches Genie und er liebt es, mich zu quälen. Ja. Wallen Dor, ne? Ich schätze mal, der verkörpert die Dunkelheit. Ich glaube, das hatte ich. Ja, nee, das hatte ich schon vorgelesen. Ja, das hatte ich schon alles komplett vorgelesen. Guck mal, das ist das. Ist das wirklich jetzt? Warte mal, kann ich das aktualisieren? Tatsache. Jo. Sind doch noch voll die Sachen. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe hoffentlich nichts übersehen und zack. Mitten in my face. Nicht in your face, in my face. Ach du Scheiße, was hier? Nochmal ein Echo. Ach so, ja gut, da komme ich. Ne, das war da.
Nee, doch nicht. Das war der Ort, ne? Das ist eingestürzte Szene. Ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich diese eine, dieses eine Echo aktiviert habe und dann abgehauen bin, muss man wahrscheinlich stehen bleiben, damit die da bleiben. Schätze ich mal. Noch was eigentlich? Sheriff Breaker. Neckbreaker. Bonebreaker. Ja, ich hoffe. Nix mehr. Aber besser als nix. Als gar nix. Hier ist jetzt. Ah, wie voll die U-Bahn ist mit Zeug. Alles Wörter da macht. Habe ich den nicht. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hoch. Das will ich mal ganz kurz ausprobieren. Weil das fuchst mich gerade. Ich habe doch da an dem Waggon. Das aufgehoben. Also anvisiert. Kann doch gar nicht sein. Gespeichert habe ich ja danach auch. Ja, das muss hier irgendwo sein. Ja, da. Hä? Da ist die Markierung. Oder hat der nicht. Psst, werden wir jetzt sehen. Nö. Kurios. Kurios. Ich fand einen neuen Rhythmus für die Geschichte. Ja, ich auch. Rumba, cha-cha-cha. Hört die Wirksamkeit von Traumakisten um 10%. Ja, das hatte ich doch auch. Kapiere ich nicht. Hatte ich doch schon längst ausgewählt. Ja, genau. Und dann Töten eines Feindes bekommen wir dann. Ach so, da hatte ich egal. Ja, dann bin ich jetzt Stufe 2 von 3 halt dabei. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Einmal kurz zurück, dann, wenn wir schon mal in der Ecke sind. Mit dem Echo. Jetzt habe ich aber echt die Faxen dicke hier mit diesen verbackten Geschichten oder meiner eigenen Schlampigkeit. Muss ja nicht mal alles ein Bug sein. Kann doch einfach sein, dass ich einfach nicht gründlich genug der Sache nachgegangen bin. Hört sich immer nach fauler Ausrede an. Ja, da muss ein Echo sein. Aber ich kann es ja nicht ändern, ne? Vermisster FBI-Agent wechselt so wieder rüber. Ja, wahrscheinlich, warte mal. Die Geschichte des Fall bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagschicht machen? Was ist eigentlich passiert? Ein Fett hat nach dem Kult gesucht. Doch es war eine Falle. Ein satanisches Blutopfer. Wer sich mit dem Kult einlässt, wird auch geopfert. Die hören sich selber schon sowieso Kultmitglieder an. Soll der berühmte Autor Alan Wake sein? Sein verdammter, ruchloser Messias. Klingt nach Schwachsinn. Ja, das war bestimmt einfach schlampig. Ja, einfach zu schlampig von meiner Seite. Mein Fehler. Obwohl, warte mal. Einmal komplett zurück. Da kommen wir noch nicht dran. Ich poke mal darauf, dass das alles hier in der auf der Höhe ist. So, da war Breaker. Scratch. Mist. Und der kommt bestimmt jetzt aus der Tür da raus. Ui, irgendwelche. Ja, wir haben, ich habe jetzt auch ein bisschen das Schleichen gelernt. Ne? Also quasi einfach Taschenlampe aus und Stealth-Modus aktiviert. Ui, ui, ui. Aber nichts, ne? Ah, der ist gar nicht mehr da. Kommt da einfach wirklich einer durch die Tür?
Was? Mr. Rumble. Hä? Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. Ach, ist das. Sind das Skriptausschnitte aus dem ersten Teil? Sweet in the life he tried so had to make her. Was steht da? Bitter? Ja. It wasn't any of his business what she did in her trailer. Ja, ja, das ist, wenn man, wo man Rose besucht mit Barry, ne? Im ersten Teil. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. Das sind voll, wie cool gemacht. Das sind einfach so Manuskriptausschnitte aus dem ersten Teil. Fanservice. Oder irgendwie so in der Richtung. Voll cool. Was? Stop, subway. Nee, show you the way. Light will show you the way. Ich dachte, da steht wirklich erst Subway. Immer wird der passen, ne? Ist ja einer, aber trotzdem. Ach, guck mal. Die Speicherpunkte sind gar nicht mehr so weit auseinander. Ob die das wohl gepatcht haben? Hm. Schauen, ob das jetzt auch so ausführlich ist wie bei Saga. Die Erinnerung verblasst wie ein Traum. Ich muss sie bewahren. Da war ein entsetzliches Leuchtfeuer in der. Nee. Weil die Radiosendungen und so etc., die waren ja alle im Nachhinein in Sagas Gedankenraum noch mal ein bisschen ausführlicher. Dieser Fall bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagschicht machen? Nee. Der Regen. Nein. Ja, ich lasse es einfach. Also, ne, also man hat ja bei Sagas Kapiteln immer so ein bisschen eigentlich nur bruchstückartig dann immer so die Inhalte gesehen und gehört und dann beim genaueren Betrachten dann das große Ganze. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Schreibe, was? Ach, wieder eine neue Szene, okay. Jetzt mal hier kurz gucken. Guck mal hier wieder. Control-Hinweis. Du willst das wissen, ja? Oder? Nee, die sind. Ich glaube, wenn die sich so auflösen, auch durchsichtig sind, dann ist sie gut. Friggeln halt immer ein bisschen. Wenn ich das richtig verstehe. Daran kann man, glaube ich, die Gegner gut erkennen. Aber cool ist es schon. Man kriegt schon so leichte Gänsehaut, so ein leichtes Gänsehaut-Feeling. Wenn man jetzt sich umdreht, auf einmal stehen drei, vier Schatten auf einmal hinter einem. Also der Horror, auch wenn er jetzt nicht so radikal heftig ist, wie so bei manchen Horrorspielen selbst, kommt er aber besser rüber als beim ersten Teil, finde ich. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gegruselt, nicht einmal. Bestimmt konnte die Handlungstafel helfen. Was? Ach so, um das hier freizulegen, oder was? Warte mal, der Pfeil zeigt nach schräg oben. Ich schätze aber mal, er meint wohl, dass ich wirklich wechseln muss. So, von hier kamen wir ja. Gleisterzug. Da noch was? Nee. Die neu gefundene Szene war wichtig für die Geschichte.
Hallo? Jemand da? Tot. Aber hat die am Anfang Agent Nightingale gesagt? Nochmal wechseln wahrscheinlich auf den einem anderen Thema. Mörderkult. Wie? Die Szene änderte sich. Also checken wir mal ganz kurz. Wort der Macht ab. Mal schauen, wo genau. Also mehr rechts. Nee, das war aber noch nicht ganz okay jetzt. Oh, ich glaube, der greift an, ne? Was ist das denn? Da war irgendwas anders an dem. Wie so ein Kugelblitz oder so. Ohne Witz, da war... Ne, das wird ein Echo. Oder habe ich einfach nur das Echo gesehen? Hinter dem stehend, so schwebend. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Ach so, wieder ein neues Element. Okay. Muss man dran gewöhnen immer. Ich finde es extrem cool. Also muss ich sagen, dass diese Deputy Mulligan Tuned Thornton's Cheddar. Oh ja, das ist echt so immer aus den verschiedenen Kapiteln. Manuskriptseite nicht wert, wahnsinnig, das ist so cool. Wieder leer, dankeschön. Dankeschön für diese ständig leeren Kisten oder fast ständig. Sie war von der anderen Seite versperrt. Heidi, weidi, wie weidi, die Wumm. Warum bin ich nur so dumm? Da ist irgendwas noch. Hier. Muss ich vielleicht wahrscheinlich den Ort wechseln. Warte mal. Komm ich da? Ne, da kam ich jetzt nicht rein, wenn ich das auf zum FBI-Agent darüber wechsle. Dieses Element würde die Geschichte vorantreiben. Warte mal erstmal. Wir machen noch mal kurz so, ob ich da jetzt an den Bums da dran komme. Ne, komme ich nicht. Ne, komme ich nicht. Okay. U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich konnte ihn durchqueren. Wird das auf Fackelträger ändern? Mörderkult. Ne, hatte ich ja gerade schon FBI-Agent dann nochmal. Ich habe hier jetzt gar nichts mehr, ehrlich gesagt.
Was ist das für eine Scheiße? Oder bin ich einfach nur zu hohl dafür? Da muss ein Leute what? Hä? Oder es kommt hier noch ein Event dazu und dann wird das sichtbar erst? Voll merkwürdig gerade irgendwie. Das war etwas aus einer Horrorgeschichte, aber ich musste weitermachen. Da ist glaube ich der Koffer, aber wie komme ich denn da dran, verdammt nochmal? Okay, also ist manchmal echt verwirrend die Karte. Das war einfach eine Etage tiefer. Der spinnt. Wetten, jetzt ist die Markierung weg mit der Kiste. Ja, ja, das ist ein bisschen verwirrend, ne? Kann damit rechnen, dass man hier jetzt runtergeht und dann ist echt das hier zum Beispiel dann wieder tiefer. Genauso wie hier. Werde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen, dass das jetzt genau auf dem Schacht, auf der Schachthöhe ist, wo wir gerade waren. Da kann ich ja lange suchen. Ja, wahrscheinlich dann auch. Ah ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Hier muss ich ja eh noch durch. Total bekloppt. Naja, weiter geht's. Ich habe mir echt einen heißen abgesucht jetzt mittlerweile. Also, ich vermute mal ganz stark, dass man die manche Sachen vielleicht sogar erst deutlich später findet. Vielleicht kriegt man noch ein Element noch dazu, womit sich dann die Karte hier nochmal ändert. Also, hey, das macht mich langsam ein bisschen wahnsinnig, aber lässt sich nicht ändern. Wir gehen erstmal weiter jetzt. Ansonsten bleibt das einfach liegen. Ich hoffe mal, das Einzige, was ich mir gerade dachte, ist, ich hoffe, es ist nicht so ein richtig cooler, ja, cooler Scheiß, den man auch wirklich richtig gut braucht. Ne? Also dreimal jetzt die Ecke von kontrolliert. Ich rechne nochmal damit, dass wir da irgendwie unten drunter oder so, dass wir jetzt gleich noch abwärts gehen. Es ist einfach merkwürdig. Ach du Scheiße. Holy shit. Heiliger Bimbam, also das ist mal echt heftig. Scheiße. Eiserner Sarg, ne? Egal, selbst wenn, trotzdem heftig. Auch wenn es nur so verdammt dazu taugt, dass wir hier noch verrückter werden. Oder halt den Verstand verlieren sollen. Das letzte bisschen. Direkt wieder ein Blick auf die Karte. Ja, das wird auch so sein. 1000 Pro. Oder? Ist das einfach der stinknormale Shortcut? Aber da geht es, glaube ich, nochmal runter, ne? Da, ja. Da ist definitiv was. Ha! Guck mal, ich tue mal anvisieren, brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Voll unnötig. Egal. Man lernt immer was Neues dazu, ne? Ist ja halt so. So, der Fall zeigt eindeutig nach unten. Karte. Karte, Karte. Da. Irgendwo da. Sehr schlau ausgedrückt. Oder? Ja, das ist echt fummelig manchmal, wenn du erstmal diese Markierung hast und dann... Ja gut, in dem Fall ist aber eigentlich eindeutig, weil wir haben hier eine. Zack, zeigt ganz deutlich hier drauf, dann wird die auch irgendwas da hinten meinen. Da bin ich, hier ist Jimmy. Alter, was ist denn da los? Und da ist auch schon das Wort der Macht da hinten. Ja komm, wir verbarrikadieren uns mal kurz. Tür zu, Affe tot.
Und damit endet der Part erstmal an der Stelle. Wer weiß, was jetzt hier gleich abgeht. Und dann eskaliert hinter die Zeit wieder ein bisschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich selbstverständlich riesig über Feedback freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann, Freunde.